zweite MRK-Makathon. Herzlich willkommen. Im Grunde das Herzstück der Aufgabenstellung. Das sind in einer realen Situation nachempfundene Montageplatten, die es zu verdrahten gilt. Des Weiteren habt ihr hier noch in dem Kontextmenü weitere Optionen, zum Beispiel hier unten dieser Schieberegler. Da könnt ihr für jeden Punkt individuell anpassen, wie schnell er zu diesem Punkt fahren soll, mit welcher Beschleunigung und wie das Abbremsverhalten sein soll. Genau, und seitwärts geht es auch. Seitwärts? Das ist langsamer. Genau. So, wo war der jetzt hin? Hier steckte der, oder? Das ist nur dieses Mal passiert. Normalerweise klappt es nicht. Der Roboter greift nachher die Halterung vom Schraubenzieher, packt den rein, dann greift er eben das Kabel, dreht es um. Steckt es rein, geht dann her und greift den Schraubenzieher, der ja noch drin steckt, und steckt ihn wieder rüber. Geht dann hier hinter wieder ans Kabel, greift es, zieht es leicht raus, dann muss die Person selber abschneiden. Dann muss man ihn anfassen, dass er sich weiter bewegt. Dann dreht er sich nochmal einen Ticken weiter, dann kann man selber abisolieren. Dann muss man ihn wieder anfassen, dann wartet er noch 5 Sekunden, dass man theoretisch ein-, zweimal den Draht verquirlen kann, nimmt den Draht und steckt ihn rüber rein. Genau, unser Highlight ist unsere Guillotine, die das Kabel schneidet. Das Ganze ist auch viel zu aufwendig für diese eine Linearbewegung. Da ist ein Planetengetriebe mit 1:120 Übersetzung drin, ein Steppermotor, eine schöne Gewindestange, wo auch, glaube ich, nicht das unbedingt sich bewegen soll, aber es funktioniert. Von der Rolle abgerollt, dass er sich das selber nimmt, abschneidet, isoliert, steckt und hinlegt. Das ist unser Ziel. Jetzt war es ein bisschen junge Aufgabe, da an dieses Kabel hinzukommen. Aber wir haben es geschafft. Das ist jetzt der spannende Punkt, ob er auch reintritt. Aber das sieht gut aus. Also unser Designkonzept war Keep it simple. Wir haben jetzt das Kabel abschneiden bewusst erstmal weggelassen. Das Kabel ist halt noch die Schwierigkeit, das Kabel fällt und liegt halt jedes Mal ein bisschen anders. Sind wir eigentlich sehr zufrieden. Und? Auftrag erfüllt? Absolut. Gratulation an alle. Würde ich auch sagen. Also nochmal an alle einen großen Applaus.